herzlich willkommen zu einem neuen Infovideo mal wieder bei uns auf dem Channel. Kenne ich Burns gar nicht. Genau, dieses Mal bin ich nämlich nicht allein, sondern habe den Alex dabei. Hallo. Es geht. Hi, Erik. Genau, es war mal wieder Zeit für ein Infovideo. Das letzte Mal wieder ein Jahr her, lol. Ja, Ricky hat mir heute mal angeschrieben und da habe ich ihm nur zustimmen können, dass ihr das wissen sollt, wieso momentan Videos, Knappheit herrscht und alles Mögliche. Genau. Gut, dass wir drüber geredet haben, das war's dann auch wieder. Ricky hat so eine kleine Liste, die wir jetzt abarbeiten. Ne? Als erstes, glaube ich, bin sowieso ich dran, oder? Ja, also die Liste wäre quasi deine Story-Dinger, meine Story-Dinger, Fischi-Story-Dinger, Sebi-Slots, dann Halo Formel 1 und Borderlands, die Team-Battles und neue Formate. Genau. Dann fange ich mal an. Also ja, im Grunde ist bei mir so... ich habe erst vorgehabt, dass ich One Piece Pirate Warriors, das Vierer ist es mittlerweile, mal kurz gucken, aber ich glaube, es ist die Nummer 4. Ja, ist die Nummer 4. Habe ich erst überlegt, dass ich halt mache, habe ich auch schon einiges vorproduziert. Aber da ich momentan Arbeitsstress habe, ist es für mich eher so, dass ich mich dann November, weil ich... Ende November kommt das neue Assassin's Creed Valhalla raus, oder sollte das kommen. Und da will ich mich dann eher auf das konzentrieren, dass es aktuell bleibt. Das heißt, ich schaue, dass ich dann Anfang Dezember das erste Valhalla bringe und will da nicht, dass dann einfach mal One Piece abbricht. Deswegen lasse ich das jetzt eher mal, also die Aufnahme weg, und bringe einfach statt dem einen festen Shit. Genau, festen Shit. Ja, genau. Das ist das, genau. Und... Genau, das heißt, für mich wird, also bei mir wird es erst ab Anfang Dezember wieder losgehen. Mein Slot ist Mittwoch? Nee, Montag. Montag? Montag. Okay, ja. Also Montag wird dann immer, ich glaube, wir haben die Battle, wir haben die Slots immer auf 16 Uhr, oder? Also die von einzelnen sind immer auf 16 Uhr, genau. Also genau, also generell, wir haben ja um 12 Uhr, eigentlich fast jeden Tag, also Montag bis Freitag, haben wir meistens Sachen wie Battles oder halt. Moments und so, und die ganzen Story-Dinger sind, glaube ich, um 4. Also, ja, die Singleplayer-Story-Dinger sind um 4. Und genau. Quasi so Together-Story-Dinger und Team-Battle, sowas ist alles um 12. Genau, Wobei das auch nicht mehr so ganz geht, du entweder 16.15 Uhr oder 12.15 Uhr. Man kann bei YouTube nicht mehr zur vollen Stunde hochladen, veröffentlichen. Gründen. Achso, wusste ich nicht. Ich habe schon lange halt nicht mehr. Das ist halt okay, absoluter Crap, aber es geht halt okay. Nicht. Also bei mir wird es ab Anfang Dezember wahrscheinlich erst wieder losgehen, durch das, dass ich dann Valhalla mache. Das will ich dann wirklich regelmäßig machen. Und weil ich da einfach wirklich Bock auf das Game habe, deswegen habe ich das dann auch regelmäßig eine Stunde raus pro Woche oder eine 15, je nachdem, wie es halt gerade läuft. Also wie halt gerade die Story läuft. Ja. Genau. Das wäre es eigentlich zu mir. Gut. Gut, bei mir. Bei mir läuft da zurzeit Witcher und Terraria. Ich hatte mir gedacht, bei Terraria werde ich es jetzt so machen, ich werde jetzt bis zur Wall of Flesh spielen. Also ich habe jetzt quasi schon ewig nicht mehr aufgenommen, weil ich mich quasi auf diesen riesen Boss vorbereite. Werde den dann in der Aufnahme machen und ob da erstmal quasi finito, einen Schlussstrich ziehen. Weil, wenn ich es richtig gerechnet habe, bis ich damit fertig bin, kommt Cyberpunk raus. Okay, du bist ja... Cyberpunk, genau. Für uns übernehmen. Genau. Da werde ich es quasi so machen, dass ich die Slots tausche. Witcher wird dann am Donnerstag laufen und Cyberpunk am Dienstag. Ja, Witcher wird wahrscheinlich ein bisschen länger laufen. Ja, das dauert. Ne? Cyberpunk bist wird du auch da, bist laufen. Du dabei, wenn wir jetzt aktuell sind? Also, ich weiß nicht, wann du den hier rausbringst. Das kommt wahrscheinlich am Sonntag raus und momentan läuft bei Witcher, kann ich ja hier gucken. Also, heute ist die Folge gekommen. Das war sogar noch so eine Folge, wo ich nachsynchronisieren musste, glaube ich. Wo ich hier in der Arena und in dem Casino von Hurensohn Junior war. Also ich bin so ungefähr fast bei der Hälfte. Ah, okay. Also mit den Aufnahmen jetzt, aber aufgenommen habe ich schon mehr. Okay, ja. Also es geht noch länger, durch das, dass halt DLCs auch noch kommen. Ja, genau, die DLCs kommen auch noch. Das dauert noch ein Weilchen, bis da irgendwann mal was fertig ist. Cyberpunk wird ja genauso ewig dauern. Ja. Trotzdem, dass wir halt einfach mal eine Stunde pro Woche haben, ist klar, ja, dass es zieht. Wenn wir zu einer wie Gronkh oder Pizza wird eher weniger, die machen das nicht mehr. Aber Gronkh, hier ist jeden Tag eine halbe bis dreiviertel Stunde Skyrim, das ist schon respektvoll. Ja,
Eben. Aber er hat auch die Zeit. Er hat auch die Zeit und er verdient Geld, das tun wir ja nicht. Wir machen es nur aus Jux. Ja, na. Gut, genau. Terraria, habe ich gesagt, wird passiert. Mal schauen, wann das weitergehen wird. Vielleicht geht es auch onstream weiter. Mal gucken. Ja, Cyberpunk, Witcher, Terraria, genau, das war's. Passt. Zu Fishy Story Let's Play werde ich gleich noch was sagen. Da mache ich jetzt einen Cut, weil das muss ich extra machen, weil der Alex gleich wieder los muss und der Fischi mir aber noch nicht gesagt hat, was bei ihm Sache ist. Genau. Genau. Die Aussage wird sowieso nicht reingeschnitten. Ja, das nee, das bleibt jetzt so drin. Und dann kommt nochmal der Snap und dann lege ich los mit einem geskripteten Text. Halbe FPG weg. Boom. Hallo, Zukunftsrecke hier. Nochmal ein paar kleine Details zum Thema Fisch und zum Thema Livestreams. Da hat sich nämlich noch eine neue Entwicklung ergeben. Also zum Thema Fisch. Wir werden von ihm erstmal keine Videos mehr sehen, beziehungsweise es werden erstmal keine Videos mehr von ihm kommen bei uns auf dem Channel, weil er studiert und deswegen momentan eher weniger Zeit hat und weil es ihm schwerfällt, die Konsistenz, ich schätze mal die Frequenz und die Pace quasi von den Videos aufrechtzuerhalten. Genau, aber in anderen Videos, wie zum Beispiel Halo und sowas, wird er schon noch dabei sein. Gehe ich zumindest mal davon aus. Nee, aber an sich halt, ne. Vielleicht kommt in der Zukunft mal was wieder, aber vorerst ist jetzt Assassin's Creed Odyssey erstmal pausiert. Und zum Thema Livestreams bei mir hat sich gestern ergeben, ich nehme das jetzt am Freitag auf, gestern war Donnerstag, also für euch, am Donnerstag habe ich versucht, Yakuza zu streamen. Und das hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Ich hatte nämlich durchgehend einen Frame-Loss, warum auch immer, obwohl meine Leitung funktioniert hat. Deswegen habe ich jetzt die Vermutung, dass entweder mein Kabel kaputt ist, mein Switch oder der Router. Und da werde ich jetzt erstmal schauen, was genau das Problem ist oder ob es einfach nur gestern gesponnen hat und ob es jetzt wieder geht. Es sind sowieso erstmal, habe ich ja auch schon gesagt, keine Streams mehr kommen in den nächsten zwei Wochen, weil Prüfungen. Danach aber versuche ich halt wieder zu streamen, falls es geht, falls es meine Leitung zulässt. Und da schaue ich jetzt halt, dass ich das Problem finde. Aber ansonsten, danke fürs Zuhören. Ich gebe wieder ab an Vergangenheitsrick, an Vergangenheits-Alex. Genau. Zu Sebislots, der war zurzeit auf Balkonienurlaub und deswegen konnte er halt nichts machen. Das, also zur Info, bei Sebi ist es so, er studiert ja in Österreich. Genau. Und wohnt. Der wurde da in Österreich, aber ist auch öfters daheim, deswegen kann er halt auch nicht. Sein guter PC steht nicht zu Hause. Ja, das ja doch, den hat er schon mit, genau, aber das Internet hat halt nicht. Stimmt, da das ist das Problem, genau. Und die Zeit, so, also. Das ist richtig. Das ist da, da geht's halt wieder los, warte, was hat er geschrieben? Oktober wird er erst wieder loslegen. Ja. Also von Sebi ist jetzt eh gewohnt, dass seine Folgen meistens, also im Grunde seine Formel 1 Folgen, nicht aufgenommen sind, sondern meistens streamt er die. Ja, und genau. Das geht halt von so daheim aus nicht. Ja, genau, weil die Leitung halt crap ist. Apropos Stream, ich kann noch sagen, bei mir wird's auch jetzt, ich versuche zumindest pro Woche einen Stream rauszuhauen, Yakuza spiele ich ja gerade. Aber die nächsten Wochen schaut es eher weniger nach Stream, also die nächsten zwei Wochen von dem Video jetzt aus gesehen, weil ich Prüfungen habe. Aha. Quasi, also heute, am heutigen Tag, kommt ein Stream, also heute, Donnerstag, nehmen wir das auf. Da hatte ich, also ich schaue, ob ich das nachher hinkriege. Dann dauert es zwei Wochen und dann kommt der nächste. Okay. Da hatte ich jetzt auch mal wieder öfter zu streamen, damit die View-Time hochgeht und so, you know. Ja. Algorithmus muss kicken. Algorithmus und so. So, genau, der nächste Punkt, Halo, Formel 1 und Borderlands. Ja, bei Halo, das ist eigentlich bei allen drei dasselbe, wir sind halt nicht dazu gekommen, ne? Ja, wir sind eben. Also Borderlands 3 bin ich schuld, weil ich halt meistens keine Zeit habe. Ja, genau. Halo ist ein bisschen tricky Sache. Genau. Ja, also wir haben eine Aufnahme gemacht. Das Problem aber an der Aufnahme ist, die hat halt ewig gedauert. Und am Ende ist das Spiel abgestürzt und dann müssen wir die ganze Mission nochmal von neu machen. Und das ist halt so, oh, kennst du, da ist vielleicht die Lust etwas weggegangen. Mal schauen, ob da mal wieder losgelegt wird. Und Formel 1 war halt, weil das irgendwie
daheim war. Da konnten wir halt nicht weitermachen, ja, genau, weil er sein Lenkrad halt nicht hier hat. Genau. Ja, und vor allem auch vom Internet ist halt auch immer wieder. Momentan habe ich auch immer wieder Ausfälle, aber bei ihm ist halt dann. Er ist nicht direkt raus, aber sein Ping ist brutal hoch. Ja, das ist jetzt auch nicht. Kann man, bevor man jetzt auch nicht unbedingt zumuten. Vor allem, da müssen wir mal schauen, wenn wir mit dem 18er fertig sind, dass wir das 20er loslegen. Genau. Genau. Die Team Battle ist selbes Prinzip, wir sind nicht dazu gekommen. Genau, David. Da müssen wir mal schauen, dass wir mehr bekommen. Wir werden jetzt in der Zeit einiges vorproduzieren. Yep. Ich weiß noch nicht, wie lange wir das aussetzen, durch das, dass halt ich nach der Arbeit, durch das, dass ich teilweise ein bisschen länger arbeiten muss, mal kürzer. Da müssen wir schauen, dass wir einiges aufnehmen und wann es rauskommt, weiß ich nicht. Ob es dann auch erst im Dezember kommt, ob es vielleicht jetzt in einer Woche schon wieder kommt, also eher nicht, aber. Nee, eher so nicht. Also wir wissen nicht, wann es kommt, das wollen wir jetzt sagen. Das ist, wird erstmal aussetzen. Da kann und ich bis dahin läuft halt eigentlich im Grunde nur Ricky sein Zeug. Ja, genau. Da kann ich noch genaueres sagen zu Red Dead. Red Dead Online sind wir jetzt gerade bei Folge 5. Das Problem an sich ist, der Fischi hat es nicht runtergeladen. Und ja, der will irgendwie auch nicht. Also wenn wir da mal wieder was aufnehmen würden, wären wir nur zu dritt. Ja, beim Fischi wäre relativ schwierig. Er setzt sich was im Kopf und dann kannst du ihn sowieso nicht mehr davonbringen. Ja. Obwohl es eine weirde Sache ist, wieso er es gemacht hat, aber okay. Ja, keine Ahnung. Also er hat immer so Begründungen, die keiner versteht außer ihm. Er versteht sie meistens auch nicht, aber das ist seine so Entscheidung. aber im Grunde schauen wir, dass wir schon ein bisschen mehr jetzt dann bringen, weil wir waren eigentlich immer nur bei Rocket League oder sowas. Wir könnten auch mal wieder alte Formate reviven. Also wir haben jetzt zum Beispiel immer wieder mal, hier Tabletop haben wir jetzt in letzter Zeit öfter gespielt. Genau. Da wird wieder was kommen. Zum Beispiel ein paar Kartenspiele und so. Was auch noch komplett fehlt, Among Us. Da hat man eigentlich mal ziemlich viel aufgenommen, aber das wollte da war unser schneiden. Fehler, da war unser Fehler, das hat Fischi aufgenommen. Ja. Genau. Vielleicht sagt er zu, vielleicht, also, ich rede jetzt mit Vergangenheits-Ricky. Vielleicht hat euch ja Vergangenheits-Ricky schon was gesagt, ob das mit Among Us auch was zu tun hat. Verstehst du gar, was ich meine? Weil ich ja nicht weiß, was kommt, aber du schneidest es ja rein, obwohl du es erst später aufnimmst. Hä? Nochmal. Leute, du weißt ja, also, er hat Fischi aufgenommen, ja? Ja. Und dadurch, da du mit Fischi erst später reden kannst, wieso oder was mit seinen Story-Sachen passiert, vielleicht schiebt er da Among Us auch rein. Also wieso Among Us noch nicht kommt. Das weiß ja ich jetzt noch nicht, aber ich rede mit deinem Vergangenheits-Ich. So. Das hat sich jetzt angehört wie so ein Cut, aber da war kein Cut, das war es. Kein Cut, ich hab nur was umgeworfen. Genau. Und was auf jeden Fall, was ich jetzt wieder mal Bock hätte, ist einen Festum Cast. Vielleicht auch regelmäßiger, also regelmäßig, ich meine nicht monatlich. Da mal das einfach mal durchziehen, mal einen Termin oder so. Unter der Woche ist ja eher so, dass ich da bin. Yep. Einfach mal so eine Stunde oder eineinhalb Stunden einfach reden. Es geht, wie gesagt, wir haben ja schon mal gesagt, wir nehmen uns nicht keine fünf Themen vor, sondern wir haben auch vielleicht was gerade passiert ist oder neue Filme oder so, aber wir haben kein festes Skript, über was wir reden, sondern wir reden einfach im Grunde eine Stunde einfach Schwachsinn. Funktioniert. Und währenddessen spielen wir noch Rocket League. Lol. Ja, stimmt, im Grunde müssen wir wirklich so machen. Ja. Was ich auch mal wieder gerne machen würde, ein bisschen mehr VR. Ja, da muss ich mal mein Ding aufbauen, weil ich ja durch das, dass ich einen PC habe und meinen alten PC als VR-PC nehmen will. Muss ich das mal alles aufbauen vorne, damit ich mich wirklich frei bewegen kann. Ja, müssen wir was mal spielen können. Also Bridge Crew sowieso. Da müsste man aber vielleicht mal gucken, dass sich jeder das Next Generation DLC kauft, weil da halt neue Sachen dazu kommen. Genau, ich glaube nicht, dass das Problem sein wird. Nee. Wer hatte das immer? Andi, du und ich, oder? Und kurzzeitig war da Maxi noch mit dabei. Ja. Der ist aber nicht mehr mit dabei. Nein. Andi kann nicht mehr. Das Sebi hat's aber. Und wir könnten noch German Draggy dazu holen, wenn es wäre. Genau. Also wenn was man dazu führt. Genau. Und was ich halt jetzt immer wieder arbeite, sind generell an einer größeren Game Show, in Anführungszeichen. Da muss ich aber relativ viele Dinge machen. Wie heißt denn? Recherche? Nee, nicht Recherche. Wie heißt denn das?
Vorlagen. Also diese Schablonen. An dem muss ich, da bin ich gerade immer wieder am Arbeiten. Und natürlich Recherche auch, aber ich setze mich generell jetzt immer als Quizformate. Also ich werde die Quizformate einführen, werde sie mit mir ausdenken. Wird dann unter sowas wie Quiztime oder alles irgendwie so laufen, aber lassen mir nur einen Namen einfallen. Und dann wird es halt wahrscheinlich so sein, dass dann, wenn es oft genug gemacht worden ist, dann kann es Ricky mal machen, weil alle verstanden haben, wie es läuft und so, dann kann jeder seine Vorbereitung treffen. Das heißt, am Anfang wird es ich mal als Moderator machen und da wäre ich jetzt auf jeden Fall dann mehr Energie und Zeit reinsetzen, aber da wird wahrscheinlich auch erst Ende des Jahres was kommen. Yep. Also mit Assassin's Creed dann. Bei mir, ich habe auch vor, ein paar neue Formate zu machen. Das eine wird Spiele-Reviews. Das sage ich jetzt nicht, welches Spiel. Es ist nur ein Spiel, was ich anfangs nicht so gut gefunden habe. Das sage ich mal so dazu. Ich weiß genau. Also, ich weiß, hab's davor schon gewusst, aber wenn ich es nicht gewusst hätte, ich wüsste sofort. Allein nach der Aussage. Es könnte, also durch die Aussage könnte es zwei Spiele sein. Aber welches sage ich nicht. Das sieht ihr dann erst, wenn ich das Video rausbringe. Genau, da arbeite ich gerade dran. Da bin ich noch am Skript schreiben. Da bin ich, glaube ich, gerade irgendwie bei. Boah, ich glaube, es waren fast 4000 Wörter, 12 Seiten oder so. Und ich bin nur erst am Anfang. Also, das wird noch dauern. Im Grunde ist so, wir wollen uns, also, so wie es Rick jetzt erzählt hat, oder ich, wir wollen uns nicht direkt auf nur direktes Gaming spezialisieren. Also, was spezialisieren heißt, dass wir haben über die Profis. Fokussieren, sondern eher so in die Richtung, ja, wir können über Spiele reden. Im Grunde haben wir Meinungen zu Spielen oder zu Filmen. Ich glaube, ich werde eher sowas wie du Games machst, weil ich vor, dass ich zu Filmen mache oder zu Serien. Da in die Richtung würde ich auch ein bisschen gehen. Aber das kostet halt Vorbereitung und die Zeit habe ich momentan nicht, deswegen. Yep. Was ich halt auch mal gerne machen würde, sind so Lore-Videos. So quasi, dass man sich was aus einer Marke, sage ich jetzt mal, was rauspickt und darüber redet. Quasi zum Beispiel, ich erkläre, was gutes Beispiel. Das gute Beispiel, was ich im letzten Podcast hergenommen, im Podcast, sage ich schon, im letzten Infovideo hergenommen habe, war, dass ich erkläre, was ein imperialer Sternzerstörer ist. Also sowas zum Beispiel. Oder das könnte man auch zusammen machen irgendwie. Ja. Ja, ich würde vielleicht auch ein bisschen auf die Anime-Manga-Schiene gehen. Anime, also so Eminem. Generell Festum Gamers. Okay. Festum Gamers sagt schon, man macht Spiele, aber... Festum Weeps? Da musst du aber noch ein bisschen nachholen mit deinem Stoff, gell? Wenn du auf die Anime-Schiene gehen willst, dann fehlen dir noch ein paar Klassiker, die du noch nicht gesehen hast. Und mit Klassiker meine ich One Punch Man und JoJo's Bizarre Adventure. Ja, One Punch Man ist kein Klassiker, weil es ein relativ neuer Anime ist. Es ist kein Klassiker. Ein Klassiker wäre Dragon Ball Z. Das wäre ein Klassiker. Neue Klassiker. Ja, es gibt keine neuen Klassiker, es sind einfach neue Animes. Neue Animes, die mal als Klassiker zählen könnten. Neues Format, Ricky gegen Alex. Oder auch genannt Festum Gamers YouTube-Kanal. LOL. Oder Minecraft-Server-Bild. Apropos, da könnte man eigentlich auch endlich mal das Projekt ansetzen, hier Minecraft-Update. Ja, genau. Also im Grunde monatlich ein Ding-Update, was gebaut worden ist und einfach immer durchführen. Da wir momentan wieder so ein bisschen im Hype sind, will ich nicht sagen, es ist nicht so krass, wie es mal war, aber es ist immer so, jetzt haben wir wieder Bock. Wenn du wüsstest. Okay, ich war nur nie bei dem Bauwerk. Ich habe schon wieder übertrieben, aber... Also, ich habe halt noch nichts gebaut, aber ich habe viel abgebaut. Ich habe auch viel abgebaut, sagen wir es mal so. Schade, das ist so ein Podcast, einfach so in die Richtung, wir haben kein direktes Skript, also wir sind schon, sagen wir so, wir sind schon aus dem Skript raus, was du geschrieben hast, wir reden schon über komplett was anderes. Aber das ist ein Infovideo, kein Cast. Ein Infovideo-Dialog-Podcast. So schaut's aus. Ja, das letzte war nämlich ein Infovideo-Monolog-Podcast, also das vor Valhalla, vor dem Valhalla-Spontancast. Schon, da haben wir direkt nach dem Valhalla... Nachdem es revealed wurde, haben wir direkt danach aufgenommen. Genau. Wo wir quasi noch komplett unwissend waren. Genau. Da vielleicht kommt da was, bevor Valhalla rauskommt. Ja. Meine Erwartungen und so. Aber ja. Träume, alles wird zerstört. Ja, heute ist ja Ubisoft Forward, ne?
Ja. Ja, ich bin da raus. Ich gehe jetzt schlafen. Ja, genau. Weil für die Allwissenden geht Football wieder los. Und da schaue ich mir um 2 in der Früh das erste Spiel an. Wer muss morgen immer noch arbeiten? Leute, ich hebe meine Hand. ja, wird spannend. Aber das ist jetzt immer eine andere Sache. Aber sonst haben wir, glaube ich, nichts mehr. Nee. Bei Stevie kommen jetzt dann ab Oktober wieder vermehrt Sachen. Bei Fische wissen wir es nicht, das weiß dann nur Zukunft. Doch, wir wissen es, aber jetzt wissen wir es nicht. Jetzt wissen wir es nicht, aber später vielleicht dann. Keine Ahnung. Wir wissen es momentan schon, ohne es zu wissen. Genau. Das ist quasi so ein Zeitschleifenparadox. Big Brain Time. Ja, genau. Ja, aber sonst. Ja. Ich glaube, das war's. Nö? Du hast das Skript. Ich glaube, das Skript. Skripte sind 31 Wörter. Das ist kein Skript, das ist eine Notiz. Ja. Warte mal, ich überlege gerade. Weißt du, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben? Eine Minecraft Goldblock Challenge. Oh ja, aber das musste Andi immer. Das müsste Andi machen, aber der hat auch keine Zeit mehr dafür. Ich überlege gerade so alte Formate, wo wir schon ewig nichts mehr gebracht haben. Ah, wirklich ewig, also. Ja. Ja, das ganze VR-Zeug. Warte mal, ich schau mal schnell. Let's have a looky-looky. Age of Empires. Da können wir wieder einsteigen, wenn das Dreier-Ding hier, wenn die Remastered-Version da ist. Genau. Worms könnten wir auch mal wieder spielen. Golf with your friends ist sowieso immer am Start irgendwie. Siege hat man schon lange nicht mehr. Und da sind wir auch immer wieder am Spiel momentan. Ja. Da könnten wir eigentlich auch mal wieder ein bisschen was aufnehmen. Aber da ist halt jetzt, genau. Hast du nicht noch Hearthstone-Folgen? Ja. Da hätte ich sogar eher Bock, dass man vielleicht, wenn mein Deck besser ist, Richtung Gwent umsteigen. Okay, hab ich auch nichts dagegen, to be honest. Das ist mir klar, dass er da nichts gegen hat. Tricky Towers könnte man mal wieder spielen. Ibkuria. Gangbeasts. Ja, das ist ja. Gangbeasts. Im Grunde wäre es mal lustig, wenn man. Da müssen ein bisschen mehr dabei sein. Für das sind wir noch. Also, ich denke so, wir sind noch zu unerfolgreich für die, dass die Leute sagen: Okay, ich will ja, ich setze da viel Zeit dahinter. Wenn Ricky und ich es geschafft haben, dass wir ein bisschen größere Community haben. Vermutlich werden die anderen auch ein bisschen eher einsteigen, das Ganze. Ja. Deswegen sowas wie in Richtung, dass man sagt, okay, Ricky und ich battlen uns, der Gewinner bleibt stehen und dann bekommt ein Herausforderer, der ein Spiel stellt, wo er sagt, okay, in dem Spiel gewinne ich gegen den 1 gegen 1 safe oder sowas wie, keine Ahnung, PUBG und wer hat länger überlebt, gewinnt, so in die Richtung. Und dann, es bleibt halt immer der Gewinner stehen und sowas in die Richtung, bräuchten wir aber mehr, die da dabei sind, ja. Die sich ausdenken, das, welche Spiele da. Das wäre auch eine abgewandelte Form von Ibkuria quasi. Ja, genau. Da habe ich bis jetzt immer nur noch 2 Folgen auf quasi, die wir aufgenommen hatten und da sind wir irgendwie nicht dazu gekommen, wir haben es einfach vollkommen vergessen. Aber das wär mal interessant, da würde ich zum Beispiel sagen, hier, wenn Ricky als Gewinner steht und ich bin als Herausforderer, wenn ich sage, wir müssen gegeneinander Fortnite spielen, dann kann Ricky da nicht machen, er muss sich Fortnite runterladen. Dann spiele ich es auf der Switch. Ist mir egal, hauptsache wir spielen gegeneinander. Aber ich glaube, da hätte ich einen Vorteil, wenn du auf der Switch spielst. Ja, hättest du. Und generell, weil ich mehr spiele wie du. Ja. Move or Die haben wir auch schon lange nicht mehr gespielt. Ja, das war mal mit Aua, gell? Aber wenn man mir so schaut, das hätte Andi auch. Und ich glaube, Wenn bei einem Sale könntest, würde Sebi auch dazu überreden lassen, dass es holt. Also das ist jetzt echt nicht das Drama. Was wir mal in Angriff nehmen könnten, wenn es draußen ist, Rock of Ages 3. Ja, das ist richtig. Ja. Wir müssten auch mal hier bei den Playlists mal ein bisschen aussortieren. Hier zum Beispiel Blackwake haben wir 2 Folgen aufgenommen und danach nie wieder gespielt. Genau, da kann man mal aussortieren. Ja. Das ist richtig. Aber ich glaube, das war's. Das ist eine gute Zeit, vor allem. Ich weiß, wie lange wir aufnehmen. Aber quasi fast genauso lang wie der letzte. Wird ein bisschen länger bei noch, dass mit Füße dazu kommt. So, was hier habe ich gerade. No time to relax. Hast du das? Ja, das habe ich. Wir sind aber die Einzigen, glaube ich, die das haben. Aha. Ja, mal schauen. Ja, gut.
aber auf jeden Fall war es erstmal mit diesem Infovideo. Mal schauen, vielleicht kommt nächste Woche noch ein Infovideo. Wer weiß. Ja, wir machen das eigentlich schon ziemlich oft. Aber ansonsten, wie immer, eure Vorschläge gerne in die Kommentare. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Oder ein Abo. Würden wir uns drüber freuen. Oder ich weiß nicht mal, wer es sagt, aber ein Däumchen ist ein Träumchen oder so. Das ist doch viel Schema. Das ist alles nicht Lev Lloyd gesagt, aber keine Ahnung. Echt, also sowas kann nur Fischier kommen. Meinst du? Ja, weil es halt einfach so ein bisschen. Es ist fischelt halt weniger. Ja, okay. Genau. Überredet. Kritik wie immer gerne in die Kommentare. Wenn ihr noch Ideen habt, schreibt es runter. Alles runter, keine Scheu. Immer rein ins gute Stübchen. Ansonsten. Bleibt gesund, habt noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Du wünschst ihnen gerade alles Mögliche, was gibt. Das mache ich bis jetzt immer. Schöne Hochzeit! Happy Birthday! Happy Hanukkah! Happy New Year! Frohe Weihnachten! Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.